Hallo bei Karlsruhe 1. Wir sind heute Backstage bei Das Fest, 25-jähriges Jubiläum. Und ich sitze bei drei netten jungen Herren von Culture Candela. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Hallo Mädchen. So, ihr wart ja 2006, für die, die es noch wissen, nicht wissen, auf Das Fest schon mal zu Gast, live. Ist wirklich 3 Jahre her schon? Ja. Wow. Wie ist es so, wieder hier zu sein? Ist sehr gut, weil wir waren letztes Mal mit einer Liveband hier. Und diesmal sind wir wieder mit DJ hier. Und das ist wirklich groß draußen, aber früher hatte ich es noch größer in Erinnerung. Das ist unglaublich manchmal, wenn man in diese Location, wenn man wieder zurückkommt, wie sich die Größenverhältnisse ändern im Kopf einfach. Aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Also einfach mit dem Berg, das Wetter umsonst und draußen, das finde ich immer sehr gut. Weil dann kommen auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt zum Culture Candela Konzert kommen würden, die kommen heute. Und deswegen, wir freuen uns. Und Headliner ist eine Ehre, große Ehre. Was erwartet denn heute so die Gäste? Gibt es was Spezielles geplant? Ja, ist auf jeden Fall was Spezielles geplant und es ist halt eine krasse Show. So. Wir haben neue Outfits, wir haben eine neue Bühne auch zum Teil, neue Bühnenaufbauten und vor allem auch interessant für alle natürlich die Lieder des neuen Albums. Da werden wir viele spielen auf jeden Fall, schon mal einen Auszug geben, unsere neue Single, Schöne neue Welt. Und alles im Allen auf jeden Fall ein neues Gesicht. Okay, wir sind gespannt. Gibt es so einen speziellen Moment, auf den ihr euch mal besonders freut? Ein spezielles Lied, auf das ihr euch schon besonders freut heute Abend? Na, jeder hat so seine Lieblingslieder natürlich. Aber ich glaube, dass es uns besonders Spaß macht oder noch mehr Spaß macht, wenn wir merken, dass bei einem gewissen Song die Leute besonders ausrasten. Also zum Beispiel ist DJ definitiv immer ein Highlight live, weil da steht danach kein Grashalm mehr gerade und oder keine Bretter. Die Bretter sind all durchgebrochen, aber wo auch immer wieder ein Spielen. Und solche Songs natürlich, wo die Leute springen und ausrasten und irgendwie noch mehr mitmachen, dann sind das besondere Highlights. Aber sonst macht uns natürlich jeder Song Spaß. Und es ist ja wichtig, dann die Leute so an der Hand zu nehmen durch die Show. Kurz bevor dann eure Live-Performance anfängt, gibt es da so einen speziellen, weiß nicht, so eine Tradition, dass ihr irgendwie nochmal alle zusammensteht und sagt, so, ich weiß nicht, irgendwie so einen Schlachtruf oder irgendwie so ein Ritual, ich weiß nicht, wie beim Theater. Ja, also das gibt's. Wir versammeln uns an diesem Kasten da, wenn der Kameramann darüber springen möchte. Wir versammeln uns da an diesem Kasten und beglückwünschen uns nochmal. Sagen viel Spaß und so und machen nochmal die letzten Anweisungen und dann lassen wir die Gläser kreisen und dann geht's schon auf die Bühne. Also ist auf jeden Fall so ein Anfangsritual, bevor es losgeht. Okay, für euch geht's ja heute Abend, könnt ihr ja gar nicht groß feiern, bei euch geht's ja gleich schon wieder weiter, habe ich schon gelesen, morgen nach heute Abend, heute Nacht nach Zürich. Du hast es ja eben schon gerade erwähnt, ihr geht mit eurem neuen Album Schöne neue Welt auf Tour ab September. Was erwartet da die Fans? Also ihr habt es ja eben jetzt so ein bisschen schon angesprochen, neue Bühnenoutfits. Neue Songs. Ja. Die Menschen da draußen erwartet nichts Geringeres als die mit Abstand geilste Live-Show, die dieses wunderschöne Land jemals gesehen hat. Also haltet euch fest, schneidet euch an, kommt vorbei, wir rocken mit euch die Hütte. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr seid ja quasi als Berliner Band, war ja auch schon zweimal hier Seed. Wie kennt man sich? Oder keine Konkurrenz? Man oder? Kennt sich. Man kennt sich. Ja. Man grüßt sich auf dem Weg zum Studio. Ah, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass... Naja, Peter Fox hat ja neulich gesagt, dass ihm das zu lästig ist, der Ruhm, dass er nicht mal auf der Straße Fahrrad fahren kann. Aber als er noch Fahrrad gefahren ist auf der Straße, habe ich ihm manchmal zugewunken. Weil ich bin dann zu Fuß gelaufen, so durch Kreuzberg und also, ja, habe ich schon mal gesehen. Ich habe auch schon mal Sido auf der Straße gesehen und Savage. Und Bushido habe ich auf der Straße gesehen, der hat mal auf dem Kudamm, kennst du das, ist so eine große Straße in Berlin, der hat ja mit seinen arabischen Freunden so Autorennen gemacht. Also darf man eigentlich gar nicht auf dem Kudamm, aber da gibt es nämlich eine Busspur und eine richtige Spur und die haben auf beiden Spuren so Autorennen gemacht mit ihren krassen Autos. Ja, nicht verkehrt. Ja. Du musst dir das so vorstellen, Berlin ist ja relativ groß, ne? Aber die Leute, die ganzen Musiker, die ja inzwischen alle in Berlin wohnen, die wohnen halt eigentlich alle nur in Berlin-Kreuzberg, was nicht so wirklich groß ist. Von daher, wenn man dann Samstagmorgens spazieren geht, dann
trifft man erst die Helden beim Eisessen und danach geht man Kaffee trinken mit Sido und danach sieht man noch, wie der Peter seine Tochter zum Kindergarten fährt und es ist alles doch relativ familiär, nah beieinander. Man kennt sich. Oh, das ist doch schön. Also klingt gut. Ihr werdet wahrscheinlich heute Abend viel Spaß haben. Ja. Was ist, ihr wart ja ein halbes Jahr jetzt im Studium, habe ich jetzt gelesen, was so speziell ist. Studium, genau. Wir haben studiert auch gerade. Ja. Ist auch wirklich studiert, ja. Was ist jetzt nochmal so speziell das Tolle an Live-Auftritt und überhaupt auf Tour zu sein? Das Tolle daran, also das ist eine große Leidenschaft. Also das macht am meisten Spaß, weil die Arbeit im Studio ist ja sozusagen so wie Vokabeln lernen oder für eine Arbeit, für eine Klausur lernen. Das ist die Fleißarbeit und das ist besonders Schwere, glaube ich, an unserem Job oder an unserer Leidenschaft, überhaupt die Songs entstehen zu lassen. Das ist die meiste Arbeit, weil das auch ziemliche Kopfarbeit ist. Und ansonsten danach erntet man die Früchte von dieser harten Arbeit und das ist dann nicht mehr so hart. Also das genießt man dann, weil Live-Auftritte sind sozusagen die Kür. Also das macht auch am meisten Spaß, definitiv. Das ist so ein bisschen wie im wirklichen Studium. Ja? Du sitzt ein halbes Jahr in deinem hässlichen, ein bisschen nach Amtsstube riechenden Räumchen und schraubst und machst und bereitest vor und machst Pläne und verwirrst sie wieder und wirst aggressiv und wirst wieder cool und am Ende bist du fertig und dann wirst du rausgelassen wie zur Feldforschung, darfst du endlich raus und den ganzen Kram ausprobieren. Und das ist definitiv das Highlight des Jahres, das ist die Festivalsaison im Sommer. Ja, und raus dürft ihr heute auch und vor allem auch raus aus dieser stickigen Box. Hey, du redest über unsere Backstage, ja? Werdet ihr denn vielleicht auch ein drittes Mal aufs Fest kommen? Ja. Wenn die uns einladen, klar. Definitiv, definitiv. Ja, wollen wir es hoffen? Wir hoffen es auf jeden Fall, aber ich habe jetzt gerade, ich muss gestehen, das war für mich neu, dass hier großes Jubiläum heute ansteht und ich finde, wir müssen jetzt erstmal 25 Jahre das Fest als Headliner bestehen und würdigen, ja, und wenn wir das hinkriegen heute, dann kommen wir einfach jedes Mal ab jetzt. Das ist eine gute Idee. Jetzt sind wir erstmal, freuen wir uns auf euren Auftritt heute Abend. Danke fürs Interview. Danke.